Ja, servus Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, es kann nichts Schöneres geben als eine gemütliche Feierabendrunde in Leipzig. Heute werden die Straßen ziemlich leer sein, nehme ich mal an. Denn in ungefähr einer Stunde ist Anpfiff. Es ist nämlich DFB-Pokalfinale. Bedeutet für mich eigentlich nichts anderes, als dass ich schön freie Fahrt habe. Wenn ich mir die Spritpreise hier schon wieder anschaue, dann kriege ich schon wieder das Kotzen, Alter. 1,68. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. 1,68. Ich habe dreimal hingeguckt. Ich habe erst gedacht, dass die Null defekt ist und dann irgendwie alles leuchtet, weil meistens ist ja so, wenn die Null nicht geht, dann leuchtet quasi alles. Aber nee, das ist echt die Wahrheit. Er kostet einfach 1,68. Was ist denn da los? Es ist normaler Super. Das ist ja Luxus. Das ist ja purer Luxus, hier Motorrad zu fahren. Zum Glück habe ich noch ein bisschen im Tank, um mein Ziel zu erreichen. Wir fahren jetzt nämlich schön zu Luise. Ich habe mir da nämlich ein bisschen was bestellt. Ich hoffe, ich habe mein Portemonnaie nicht vergessen. Morgen ist nämlich großer Inspektionstag bei mir. Ölwechsel, Bremsflüssigkeitwechsel, alles am Start. Habe natürlich alle Schläuche geschaut. Die Karre habe ich schon schön geputzt. Habt ihr hoffentlich auf meiner Instagram-Story gesehen. Ja, ich habe ja die Tage mein Bike sauber gemacht. Kette geputzt, alles gemacht. Dies, das, Ananas, alles mit dabei. Und ja, alles für diesen großen Tag. Für diesen großen Tag, denn die alljährliche Inspektion steht an. Zündkerzen müssen noch gewechselt werden. Da weiß ich noch nicht, ob ich das selber mache oder ob ich das Licht lieber doch den Experten überlasse. Weil ich nicht weiß, ob ich das hinbekomme, ob ich das hier schissen kriege. Ja. Und ja, da fahren wir jetzt auf jeden Fall zu Luise und holen das restliche Zeug noch ab. Oder hinten kommen auch schon zwei Racer, sehe ich im Rückspiegel. Ich hoffe, die begleiten mich. Oh, ihr schöne Triumph. Richtig geile Triumph. Ohne Supermotor. Da hängen wir uns doch hier direkt mal dran. Aber ich glaube, die fahren nicht da lang, wo ich lang fahren möchte. Oder? Ah, doch. Aber die geben ganz schön Gas hier. Ist gar nicht, was hier los ist, ey. Da komme ich gar nicht mit. Schaut mal, schon sind sie weg. Naja, gut, dann lassen wir sie ziehen. Vielleicht sehen wir sie ja nochmal später wieder. Aber die geben ganz schön Stoff auf jeden Fall. Also, das ist ja ein kleines Straßenrennen hier, mitten am helllichten Tag. Ich werde nicht mehr. Da muss ich doch gleich die Polizei anrufen. Ist jetzt die 20.000er Inspektion. Also, sie hat jetzt schon 16.383 Kilometer runter. Quasi. Ich habe sie jetzt drei Jahre habe ich die jetzt tatsächlich schon, die Karre. Und ja, das ist jetzt die große 20.000er Inspektion mit Ölwechsel und so, wird ja alle 2 Jahre gemacht. Und ich kann mich tatsächlich bisher nicht wirklich beschweren. Also ich kann mich jetzt, es ist ein sehr zuverlässiges Bike. Sehr, sehr zuverlässiges Bike. Ja, wenn ihr mir ja... Ich kann nicht viel sagen, also ich kann jetzt nicht hier stundenlang über dieses Motorrad aufregen, weil es ist sehr zuverlässig, absolut keine Macken, tut was es soll, sehr pflegeleicht. Das Einzige, was ich vielleicht ankreiden könnte bei dem Motorrad ist, dass es für mein Empfinden, also ich habe jetzt keinen großen Vergleich, aber dass es vielleicht für mein Empfinden ein bisschen sehr anfällig ist. Also es ist, keine Ahnung, vielleicht aber jedes Motorrad. Also ich habe hier und da schon ein, zwei Macken an der Felge, allgemein am Plastik vom Motorrad. Keine Ahnung, ob das normal ist. Auch der Tacho ist sehr empfindlich. Also deswegen habe ich da eine Folie drauf. Sieht nicht schön aus, aber tut seinen Dienst. So, da sind wir. Und dann melde ich mich gleich wieder zurück. So, Einkauf ist beendet.
habe eigentlich soweit alles bekommen, was ich wollte. Riesen Shoutout geht raus an die Leute hier von Luis in Leipzig. Also wenn das einer sieht, ich bin immer sehr geil bedient. Ich habe mir jetzt hier so einen neuen Gummi geholt, weil ich hier halt schon mal geschliffen bin. Aber ich weiß nicht, ob das so weit passt hier, ob ich das so drauf lassen soll. Steht natürlich jetzt halt hier über. Muss ich mal sehen. Okay. Wenn der Sprit jetzt auch noch mal ein bisschen günstiger geworden ist, kann ich mir durchaus vorstellen, auch mal zu tanken. Mein Baby braucht nämlich ein bisschen Lebenselixier. Und ja, morgen ist Sonntag, da werde ich auch eine kleine Runde fahren, nachdem ich natürlich die Inspektion gemacht habe und nachdem ich wählen gegangen bin. Das Video wird euch natürlich überhaupt nicht beeinflussen, weil wenn es online ist, ihr schon hoffentlich längst wählen wart. Bin mal gespannt, was da rauskommt. Ich hoffe, viele Leute gehen hin. Schöne Feierabendrunde. Kommt bei mir leider viel zu selten vor, muss ich echt sagen. Weil ich meistens bis 20 Uhr arbeiten bin. Und wenn ich bis 18 Uhr arbeiten bin, dann habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock, dann nochmal Motorrad zu fahren. Ich hätte hier eigentlich auch gleich rechts fahren können, ich Idiot. Ja, und in der Woche komme ich einfach zu selten dazu. Schaut es euch an. Das schöne Leipzig. Guckt es euch an. Schön der Turm, hier die Uni, da der Opa. Ach ja, ist das nicht ein schöner Ausblick Richtung Sonnenuntergang? Ach ja, da geht mir doch das Herz auf. Da geht mir tatsächlich das Herz auf. Schön, Dixi-Klo da mitten auf der Straße. So, hier ist schon schön die Polizei. Da halte ich mich tatsächlich mal lieber zurück. So. Auf jeden Fall sind ja schon gut Leute, ja. Hoffen wir mal, dass RB Leipzig gewinnt. Ja, wie gesagt, ihr wisst mehr als ich, wenn ihr das Video seht. Wisst ihr auf jeden Fall mehr als ich. Schaut es euch an. Hier ist gut was los, schön. Na gut, so viel ist gar nicht los. Gleich eins aufmachen. Auf jeden Fall schön Public Viewing. Haben sich auf jeden Fall gut geschlagen dieses Jahr. Also Champions League ist sicher. Sind Platz 3 der Bundesliga, solides Spiel, aber gut, nächstes Jahr Attacke. Ja, tatsächlich hätte ich mir das jetzt schon voller vorgestellt, immerhin ist ein 20 Minuten Anpfiff, also ich glaube, da wird auch nicht mehr so viel passieren. Tja, keine Ahnung, wir werden sehen. So, wir tanken die Karre jetzt hier fix noch voll. So, muss natürlich erstmal Benzin reinmachen, bevor ich bezahlen will. Was eine Freude. Ach ja, da fließt das Geld schön rein. Sind wir schon bei 10 Euro und der Tank ist noch nicht mal ansatzweise voll. Ja, früher konnte ich voll tanken für 10. Jetzt muss ich schon 50 Euro bezahlen. Und eine Scheiße, warum wird das denn immer so teuer? Komm, schaffen wir die 12? Schaffen wir die 12 Euro? Stimmt eh nicht. And his name is John C. Oh, doch. Alter. Ich bin der Tankprofi. Genau 12 Euro bezahlt, ey. Mann, das ist so ein perfekter Tag für mich. Der ist so perfekt. Jetzt gehen wir. Voll getankt. MT07, Mann. Oh, ey, hätte ich jetzt Zeit, ich wäre hinterher gefahren, ey. Ich hätte ihn aufgespürt, ey. Grüße gehen raus an dich, MT07 Gang. Jetzt ist mir doch tatsächlich hier mein Akku alle gegangen. Jetzt stehe ich hier mitten an der Straße. Aber gut. No risk, no fun, ja. Ich bin ein sehr risikofreudiger Mensch. Guck mal, ich stehe gerade auf der Straße, mitten in Leipzig. Ich bin ganz schön lebensmüde, ey. Mitten auf der Straße. Ja, viel mehr Spektakuläres wird jetzt hier nicht passieren. Wir werden jetzt hier noch ein kleines Race fahren. Wir werden uns jetzt hier noch ein paar Weedies durch die Stadt geben, aber ansonsten passiert jetzt hier nicht mehr viel. Deswegen würde ich einfach sagen, das Video ist sowieso, glaube ich, schon lang genug.
Das Race werdet ihr dann in einem nächsten Video sehen. Und bis dahin, macht's gut, meine Lieben. Ciao.